Genau wie ein Körper biegsam und schmiegsam wird, der ständig Übungen macht, Yoga-Übungen macht und seine Muskeln immer weiter biegen kann, sodass sie am Ende ganz einfach ist, ganz schwierige Sachen zu machen, so ist selbes mit dem Geist. Da er immer wieder dieselben Übungen macht, wird er ganz biegsam, kann sich ganz leicht ausdehnen und vor allen Dingen, weil er Reinheit hat. Das, was unrein ist, sind Blockaden. Das sind Klumpen da drin von Hass und Ärger und Furcht. Und das sind Klumpen da drin und da kann man nicht ausdehnen. Der Geist also, der das kann, dehnt sich aus. Und zwar, es ist eine körperliche Ausdehnung, der erste Schritt. Es ist in den Büchern beschrieben als unendlicher Raum, aber die meisten Leute natürlich wissen nicht, was das bedeuten soll, weil es eben nicht weiter erklärt worden ist. Es ist in der Visuddhimagga etwas besser erklärt, wo man schon etwas mehr davon verstehen kann. Der Körper dehnt sich aus zum unendlichen Raum. Und durch diese Erfahrung hat man die persönliche, individuelle Erlebnis, dass es kein separates Ich da ist. Auf jeden Fall in dem Moment kein körperlich separates. Und das ist der Auftakt dazu, andere Menschen nicht als jemand anders anzusehen. Es ist alles eins. Man kann das erzählen und denken, so oft man will. Es ist viel einfacher, wenn man es erlebt. Da ist nichts. Was? Das ist alles Illusion, weil diese Energieteilchen immer wieder zusammenkommen zu einer bestimmten Form. Darum ist die Illusion des Separates von allem. In der Meditation, wo der Geist sich ausgedehnt hat und in die Weite gehen kann, merkt man, dass das nicht stimmt, dass es nichts weiter gibt als die Daseinserscheinung des unendlichen Raumes, in dem alles eingeschlossen ist, was körperlich ist. Nein, absolut nicht. Nichts davon ist Stromeintritt. Die sind alles nur meditative Stufen. Nichts ist Stromeintritt davon. Nichts hat mit Erleuchtung zu tun. Alles sind nur die Mittel zum Zweck. Und der nächste Schritt heißt unendliches Bewusstsein. Das bedeutet, dass der Geist, der so schmiegsam und biegsam ist, der keinerlei Unreinheiten zu der Zeit hat. Übrigens bedeutet das, keine Unreinheiten haben, dass sie nicht zu der Zeit hochkommen können, weil durch die Konzentration alle Unreinheiten in dem Moment beiseite gelegt sind. Das bedeutet nicht, dass ohne Erleuchtungsstadien die Unreinheiten nicht wieder hochkommen. Die sind alles Meditationsstadien. Das unendliche Bewusstsein bedeutet, dass vom Geist aus gesehen dasselbe passiert, was vorher beim Körper passiert ist, nämlich die Ausdehnung, vorher war der Körper, diesmal dehnt sich der Geist aus. Das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nicht mehr meins, man hat nicht mehr das Gefühl, das ist hier oben und da sitzt einer drin und guckt und weiß und denkt und erklärt, sondern es geht in die Unendlichkeit und es gibt nichts weiter wie ein Bewusstsein. Und das macht natürlich noch viel klarer, dass es keine Isolierung und keine Separierung zwischen Menschen gibt. Überhaupt nicht nur zwischen Menschen, sondern zwischen allem, was Bewusstsein hat. Alles, was Bewusstsein hat, sind Daseinserscheinungen und die gehören alle in den unendlichen Raum des Bewusstseins hinein. Sechste. Und in dem Moment, diese beiden geben also schon Einsichtsmöglichkeiten, Klarblickmöglichkeiten. Nicht während man es macht, sondern nachher. Und das ist das, was ich mit erkanntem Erleben bezeichne. Erst muss man es mal erleben und nachher erkennt man es. Dasselbe ist bei Magapala, Path and Fruit. Was ist Path and Fruit? Der Weg und die Frucht. Das ist auch erst das Erleben und dann das Erkennen. Also hier macht man die Meditation
Und dann wird es erkannt. Also ich werde Ihnen noch die beiden letzten auch noch erklären. Die Kassette läuft noch. Der nächste Schritt ist die Grundlage des Nichts. Und da sind wir wieder mal bei schönen Worten angelangt, wo man dann debattieren kann. Aber das lohnt sich nicht zu debattieren. Es lohnt sich nur, es zu machen. Und zwar ist jetzt der Geist in einer Situation gelandet, wo er überhaupt nicht festhält. Können Sie nachvollziehen, dass der gewöhnliche Geist, wie Sie ihn jetzt im Moment haben, wie wir ihn alle im Moment jetzt haben, an etwas festhält? Er hält fest an den Gedanken, um sie zu erklären und zu verstehen. Und wenn die Meditation aber in diese Tiefen geht und immer weiter geht und das Bewusstsein sich ausdehnt, hat der Geist nichts mehr, wo er sich festhalten kann. Und wenn er nichts mehr hat, wo er sich festhalten kann, kommt das Erkennen, dass es absolut nichts gibt im ganzen Universum, was eine solide Basis hat, wo man anhaften kann, wo man festhalten kann und sagen, hier bin ich sicher, hier gehöre ich hin. Und wenn es noch so wunderbar ist, idealistisch, exaltiert, esoterisch, ganz egal, es gibt nichts. Das ganze Universum ist nichts wie ein Raum, in dem überhaupt nichts existiert, was irgendeine Bedeutung hat.